Nix hier mit positiv denken. Die letzte Strecke und dann wird sie wieder was Besseres. Das Geile ist, für eine Etappe bekommt man ja 15 Minuten Limit. Ich habe jetzt 3 Etappen gefahren, habe die 15 Minuten eigentlich. Also muss man da, glaube ich, ziemlich schlecht sein, wenn man das Limit bekommt. Oder halt vielleicht, wenn man wirklich einen richtigen Schaden hat, dass man halt nur noch so 20 fahren kann oder so, dann könnte es halt natürlich auch sein. Ich weiß ja nicht. So, oh. 4, 3. Ich habe jetzt die Strecke gar nicht so ganz angeguckt. Ein Stein! Autsch! Ja, komm. Weißt du, ich komme halt gar nicht hoch. Das ist so unfair teilweise. Dass du nicht dich gleich zurücksetzen kannst. Das kostet auch so viel Zeit. Und dann bekommst du auch noch Minuszeit wegen Zurücksetzen. Das finde ich halt mies. So wie ich da war, ich bin ja nicht im Berg hochgekommen. Das ist schon ein bisschen blöd gemacht. Das könnten sie noch irgendwie besser machen. So, oh, wo, der Stein. Halb auf der Straße. So, nochmal eine 1. Ja. Nochmal eine 1. Jetzt hier im Zickzack Hühnerkacke. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel ich Minus mache. Ist noch ein Stückchen. Nein, er rutscht in den Stein. Die Steine haben irgendwie auch so eine magnetische Anziehungskraft. Pff, halbe Minute, ey. Das heißt, knapp 15 Sekunden habe ich so Minus gemacht und nochmal 15 Sekunden wegen dem Zurücksetzen. Wobei davon locker 5 Sekunden waren, bis ich überhaupt zurücksetzen konnte. Achtung. Das ist halt auch mies. Aber jetzt läuft es zum Beispiel wieder ein bisschen. Das ist immer so phasenweise. Dann läuft es und dann läuft es wieder nicht. Das würde mir ja nichts ausmachen, wenn ich konstant schlecht oder konstant gut wäre. Guck mal, der wieder das. Weißt du, wer tut. Na toll. Wer tut den Stein so bescheuert hin? Das gibt's echt nicht. Der halb auf der Strecke. Irgendwas hört sich komisch an. Ich glaube, ich habe einen Reifen verloren. Beziehungsweise ist er geplatzt. Ja, das Auto fährt sich auch ein bisschen komisch gerade. Wow. Nee, geht noch. Aber irgendwas an der Lenkung und so vielleicht. Das klackert auch immer so ein bisschen was. Hört ihr das? Immer so tick, 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 tick. Nein. Irgendwie macht es komische Geräusche. Es hört sich auch fast an, als würde ich auf der Felge fahren. Deshalb irritiert mich das ein bisschen. Oder platzt da irgendwann. Oder der Gummi scheint noch dran und Luft ist schon ein bisschen raus. Das kann auch sein. So, oh, jetzt ein bisschen schnell mit der Karre, oh je. Ich hab Angst. Wenn's immer so schnell ist. Nein, schnell zurücksetzen, bevor ich an einen Baum knall oder so. Das kommt immer so spät. Das Problem ist, wenn ich jetzt nach einem Baum geknallt und hätte der Stand zurücksetzen können, dann hätte ich halt auch noch voll den üblen Schaden gehabt. Nein! Jetzt ist es soweit. Alter, ich kann gar nicht mehr lenken. Oder kaum. Super. Echt, hey. Wie sie es anhört. Wie so eine komische Rassel. Ey, das ist richtig mies. Und da wollte ich noch aufholen. Aber zumindest nach hinten habe ich, glaube ich, noch gut Luft. Also ich glaube, Sechster werde ich jetzt nicht mehr unbedingt.
Großes passiert, ist nochmal was Großes. Hey, ich kann nicht lenken, ich lenke voll nach rechts. Ihr denkt so, wann bin ich dumm, ich fahre nur geradeaus. Aber ich denke, ich lenke voll nach rechts. Gerade eben, wo ich wieder so leicht gegen die Wand gefahren bin. Und das schon ziemlich lange habe ich nach rechts gelenkt. Guck mal, ich lenk, lenk, lenk. Und der zieht nach links. Wollt ihr mich verarschen? Mein armes Auto. Manchmal ist die Steuerung richtig komisch bei der Karre. Ich hatte die Frage, ist es das Auto oder ist es das Spiel? Also ich bin es nicht. Also manchmal so ein bisschen, aber... So. Guck mal, ich bremse und lenke nach rechts und er geht halt geradeaus. Richtig toll. Beschleunigung geht halt auch nicht mehr viel. Vor allem, weil ich glaube auch einen Frontantriebler habe. Oh, 1,5 Minuten. 1,75 Minuten. Hoffe ich halt wirklich, dass ich halt meinen Platz 5 halten kann. Aber sollte, glaub schon. Der war, glaub, genug entfernt. Oh je. Das arme Auto. So, ich bin halt auf einer Seite auf Platz 6 gekommen. Aber, ja. Insgesamt noch Platz 5. Guck mal, der hat trotzdem noch 1,5 Minuten Rückstand. Ja, und jetzt müsste ich, glaube ich, mein neues Auto kaufen können. So, wir sind in Monte Carlo in Monaco. Und ich habe ein neues Auto gekauft, aber ich bin gerade mitten in einem Event drin und kann eigentlich gar kein neues Auto holen. Also, vielleicht dann später, wenn wir hier komplett durch sind. Das heißt, ich muss leider noch weiter mit dem hier fahren. Und dann mal schauen, was wir uns kaufen können, weil jetzt ja meine ganze Kohle wieder sozusagen weg ist. So, wo war die Handbremse? Hier war sie nochmal. Oh, das fühlt sich schon wieder hier ein bisschen komisch an. Schnee ist gar nicht so viel, aber Asphalt. Ich muss mich ja schon wieder ein bisschen dran gewöhnen. So, hier kommt gleich eine fette Kurve. Ja, schön dagegen. Oh mein Gott. Erstmal wieder in das Handling reinkommen. Aber zumindest kommen jetzt nicht so viele Kurven. So, ich sollte ein bisschen früher immer bremsen. Ich mache ja in der ersten Etappe schon meine Karre wieder komplett kaputt. So, oh, immer hier. Hier die blöde Ecke. Also schon 13 Sekunden. Auch ein bisschen eng hier die ganze Strecke, aber ist ja bis jetzt auch nichts Neues hier in dem Spiel, dass die Strecken sehr eng sind. Deshalb ist ja wirklich nicht viel Platz für Fehler. Alter, mein Auspuff hängt so runter. Voll abgelenkt. Schleift ja fast auf den Boden. Oh Mann. Ich glaube, ich sollte nicht sehr viel Schaden mehr jetzt haben, weil nach dem zweiten Rennen müssen wir, glaube ich, relativ viel wohl schon reparieren. Deshalb sollte jetzt wirklich nicht mehr so viel passieren. Ja, aber ich sag mal, die Strecke an sich ist jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr so lang. Ich mein, wir haben jetzt gleich einen zweiten Split, 2 Minuten. Immer die blöden Dreierkurven, echt, hey. Fahre ich viel zu schnell. Und eigentlich wollte ich ja noch ein bisschen aufholen. So, es wird langsam besser. Aber irgendwann kommt gleich wieder irgendwo in die Ecke oder so. So, hier wieder in den Tunnel mit 4. Nicht so schnell fahren. Hier die Dreier unterschätze ich auch ein bisschen. Ich meine, aber die sind ein bisschen nicht so eng. Aber dann überraschen sie mich schon ganz schön. So, Achtung, wieder ein Dreier. So, und die Zeit geht immer wieder weiter nach oben. Schon eine halbe Minute. Hey,
Hallo? Was ist denn jetzt los? Gar nichts mehr mit Handbremse gemacht. Kriege ich jemals da drüben einen grünen Balken? So, Jump. Bremsen. Ich verstehe es echt nicht. Ich gehe auch wieder von der Bremse runter, wenn der fängt nicht an zu lenken. Oder ist irgendwas an der Lenkung am Arsch? Aber das ist ja jetzt immer so gewesen. So. Ja, nein, ich fahre schon wieder. Ey, ich denke immer, dass ich da hoch muss. Und irgendwann, wenn es zu spät ist, denke ich so, oh, okay, weil der gerade zu den Zweier angekündigt hat. Hier war, glaube ich, nochmal ein Zweier. Ich fahre da schon wieder das zweite Mal da oben ran. Ich weiß echt nicht, warum. Oh, sogar unter 4 Minuten. Vierter Platz, ja, oh, fast aber fünfter. Alter, auf Platz 3, 12 Sekunden hat er nur auf Platz 1. Ganz schön übel.